Wenn ihr wissen möchtet, wie man eine männliche Geburtstagskarte ganz schnell herstellen kann, dann bleibt dran und ich zeige euch genau, wie es geht. Hi, hier ist Max und zur Abwechslung mal wieder mit einer kleinen Geburtstagskarte für Männer. Es wird eine Top-Folding-Card, für deren Hintergrund ich historisch gemustertes Papier benutze. Dieses schneide ich so zurecht, dass es an allen Seiten ca. 3 mm kleiner ist als die Kartenbasis. Ich orientiere mich nochmal an dem Thema Die Zeit verfliegt, nur heute einmal in der maskulinen Version. Wer sich für die frühlingshafte Version entscheiden möchte, dem blende ich hier oben noch einmal den Link ein. Ich habe hier noch einen Rest auf Pappe geklebte Metallfolie und aus der stanze ich nun eine Taschenuhr aus. Viele haben mich gefragt, wie ich meine Prägefolder aufbewahre. Nun, das ist eigentlich nichts Besonderes, es ist nämlich ein ganz einfacher Ringbuchordner mit DIN A5 Prospekthüllen, die ich kürze und mit Tesa verschließe. Und hier benutze ich das Uhrenmotiv und präge damit das Innenleben der Uhr. Nach dem Prägen setze ich das Ziffernblatt wieder ein und distresse es mit Alkoholfarben. Die Uhr soll alt und angelaufen wirken und deshalb benutze ich kleine Tropfen von Braun, Grün und Orange. Und im Nachgang kommt noch ein wenig Blau hinzu. Um den angelaufenen Effekt zu erzeugen, tupfe ich zum Schluss noch das Lösungsmittel auf. Dadurch verlaufen die Farben und erzeugen Flecken. Leider fängt das die Kamera nicht so gut ein, aber wie immer gibt's Fotos am Ende des Videos. Als nächstes fertige ich mir Flügel mit einem Stempelset von Stamperia und Savanne Stempelfarbe an. Wie immer stemple ich sie zuerst ein wenig ab, bevor ich tatsächlich mein Papier bestemple, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Anschließend schneide ich die Flügel einfach aus. Nun fertige ich Borten aus rotem Fotokarton und Kraft Klassin an. Kraft Klassin erweckt den Eindruck von fettigem oder gewachstem Papier. Ich werde es anschließend noch prägen und dann werdet ihr die besondere Eigenschaft dieses Papiers sehen. Prägungen oder auch Knitterfalten treten optisch heller hervor und erwecken den Eindruck von ganz altem, öligem Papier. Beide Borten schneide ich nun zurecht, sodass sie den Rand unseres Hintergrundpapiers bedecken. Die Kraft Klassin Borte lasse ich dabei ein wenig kürzer, damit man die rote Borte noch hervorblitzen sieht. Und nun habe ich noch eine kleine Distress-Technik für euch. Aus einem größeren Stempel stanze ich mir das Innere heraus und bringe den Kreis mit dem Wort Geburtstag in einen gewöhnlichen Kronkorken ein. Diesen habe ich durch meine Stanzmaschine gequält, sodass sich die Kanten nach außen gerollt haben. Ich klebe nun das Stanzteil auf und fertige mir zusätzlich einen Kreis aus dünner Folie an. Diesen lege ich nur obendrauf, ohne ihn festzukleben.
Nun bringe ich viel Glossy Accents direkt am Rand auf und dabei kann das Glossy Accents auch gerne ein bisschen unter die Folie rutschen. Und danach wird der gesamte Kronkorken mit Glossy Accents aufgefüllt. Durch die Kapillarkräfte wird das Glossy Accents nun unregelmäßig unter die Folie gezogen und erzeugt Flecken, wie man sie von alten angelaufenen Medaillons kennt. Nun färbe ich den Hintergrund noch am Rand ein und baue dann die Karte zusammen. Und da ich noch total im Art Journal Fieber bin, bringe ich auch hier ein bisschen Mixed Media ein. Mit einer Punktschablone trage ich ein wenig Modellierpaste auf. Den Flügeln gebe ich durch Rollen mit dem Falzbein ein wenig Dimension und klebe sie dann mit Schaumstoffklebeband auf. Auch die Uhr wird mit diesem Schaumstoffklebeband aufgebracht. Damit sich die Paketschnur nicht versehentlich von der Karte löst, stanze ich ein kleines Loch in die Karte und fädle die Schnur am Anfang und am Ende durch dieses Loch und binde die Enden oben zusammen. Der Knoten verschwindet im Loch und die Schnur kann so nicht mehr verrutschen. Und nun wird auch noch der Kronkorken aufgeklebt. Damit die Flügel noch ein wenig glitzern, benutze ich meinen Wink of Stella Clear Glitter Pen. Und zum Schluss bilde ich noch alles Gute mit ein paar Metallbuchstaben, die ich noch so rumliegen hatte, um das Bild abzurunden. Alle Materialien, die ich hier verwendet habe, findet ihr wie immer in der Infobox aufgelistet. Und damit ist die Karte dann auch schon fertig, aber wie versprochen, gibt es noch ein paar Nahaufnahmen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Ideen sammeln können. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr heute zum ersten Mal zugesehen habt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Damit zeigt ihr, dass ihr meine Arbeiten mögt und ihr werdet sofort informiert, wenn es ein neues Video gibt. Für weitere Inspirationen gibt es hier noch zwei Videos zum Anklicken oder über die Infokarten, die jetzt aufpoppen, wenn ihr von einem Mobilgerät zuseht. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald.